Die Situation der Frauen in den letzten 100 Jahren hat sich deutlich verbessert, wenn auch noch lange nicht genug. Nach wie vor liegt vieles im Argen. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Bereiche, in denen es hauptsächlich um Frauen geht, werden nach wie vor stark vernachlässigt. Als Hebamme und als Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes weiß ich, wovon ich spreche. Die Versorgungssituation der Frauen in der Geburtshilfe in Deutschland ist schlecht. Darunter leiden nicht nur wir Hebammen, die Leidtragenden sind die Frauen und ihre Kinder. Das große Engagement der Hebammen kann da nicht mehr drüber hinwegtäuschen. Das muss sich ändern. In der männlich dominierten Politik erfahren wir dabei nicht ausreichend Unterstützung. Deswegen erheben wir unsere Stimme. Denn nur wenn wir Frauen gemeinsam unsere Stimme erheben und unser Wahlrecht ausüben, können wir unsere Situation nachhaltig verbessern. Der Deutsche Frauenrat und seine gute Arbeit und lange Arbeit zeigen uns dabei den Weg.